So, durch den Dungeon sollten wir jetzt ohne irgendwas durchkommen. Ich hätte auch wieder ein paar Teamkollegen mitnehmen können eigentlich. Da liegt ein Top-Elixier rum. Ich habe, glaube ich, noch ein Ding fixiert. Ja, ich habe das ganze Geld dabei, oder? Ja, habe ich. Ja, dann können wir den wenigstens mitnehmen. Dass ich hier sterbe, ist sowieso höchst unwahrscheinlich. Dann macht es auch nichts aus, wenn wir das ganze Geld dabei haben. Das Viech hat einen Bodentyp. Macht in dem Mystery Dungeon zwar auch noch nicht so viel aus, weil ich die trotzdem mit Elektroattacken treffen kann, aber Schaden macht es trotzdem nicht viel. Hier sind wir sowieso schon eindeutig überlevelt. Moment mal. Ist das auch nur ein Gang oder ist da? Okay. Ja. So. Hier ist nix, da ist auch nix. Da ist ein Slimer. Die Viecher geben alle keine XP im Vergleich zu dem, was wir hier brauchen. Wie viel brauche ich eigentlich gerade bis zum nächsten Level? 16.000. Immer noch niedlich im Vergleich zu dem, was ich in Super Mystery Dungeon gerade fürs nächste Level brauche. Ich gerade bei ca. 40.000 für jedes Level. Aber da bin ich ja auch schon Level 83. Hm, Geld. Nix. Da ist die Treppe. Na, so schnell könnte man jede Treppe finden. Gerade in so einem Dungeon wie dem hier, wo man kaum XP kriegt. Oh, Gummi. Ein Schaden. Ist ja niedlich. Oh. Ja, okay. Nachdem mir ein gewisser jemand vor kurzem auch angeboten hat, dass ich seinen Namen auch verwenden darf, kommt jetzt der Marvin. Ja, wo ist das V? Da ist das V. I. Und das N ist da hinten. Moment. Wie war das nochmal? Du gehst bitte mal zurück zur Gilde. Ein Flare-Samen. Ein Schadesamen. Das ist Plagiat-Item zum Schadsamen. Schatzbox, das ist toll. Oh, zwei Schaden gleich. Hm.
Da hinten ist die Treppe. Was ist da noch? Ein Schlaforb. So, dann haben wir es ja schon wieder geschafft. Ah, meine jungen Freunde. Ihr wollt eure Müdigkeit wegwaschen? Oh, nicht? Ich verstehe. Ihr sucht meinen weißen Rat. Nun, es gibt keinen besseren Ort als diesen, wenn ihr eure Geschichte mit jemandem teilen möchtet. Ah, ich verstehe. Das verborgene Land, sagt ihr? Ich habe davon gehört. Oh, wirklich? Das verborgene Land ist wahrlich ein legendärer Ort. Es ist eine bestenfalls lückenhafte Überlieferung von Mund zu Mund weitererzählt. Macht nichts, bitte erzähl sie uns. Selbstverständlich. Ich kann euch nur erzählen, was ich weiß. Das verborgene Land liegt jenseits des Ozeans, an einem versteckten Ort, so geht die Geschichte. Ein versteckter Ort? Ja, das verborgene Land erlaubt nur den Auserwählten, es zu finden. Um dorthin zu gelangen, muss man über bestimmte Qualifikationen verfügen. Oh, ein Ort, zu dem nur jemand mit richtigen Qualifikationen gelangen kann? Okay, Quirtle, was sind das für Qualifikationen? Es sind... Was waren das nochmal für Qualifikationen? Tut mir leid, das ist mir entfallen. Oh nein, du hast es vergessen? Bitte, Quirtle, erinnere dich. Es ist wirklich wichtig. Ihr sagt das so leicht, aber... Oh, das war es. Ihr braucht einen Nachweis. Ihr braucht irgendeinen Nachweis. Ja, das war es. Ein Nachweis. Ein Nachweis? Ein Nachweis worüber? Das wäre ein Nachweis über... Seid mir nicht böse. Ich habe es wieder vergessen. Was? Du kannst dich nicht erinnern? Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Na gut, kannst du dich noch an irgendwas anderes erinnern? Nein, das war alles. Vergebt mir, Kinder, falls mir einfallen sollte, welche Art von Nachweis man braucht, lasse ich es euch wissen. Ja, bitte, danke, Quirtle. Wir sollten zur Gilde zurückgehen, Kilian. Quirtle konnte uns nicht viele Antworten geben. Das ist schade. Oh, das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass wir einen Nachweis brauchen, und das zu wissen, ist ein Fortschritt. Richtig? Hey, wir suchen auch gerade. Ja, aber nichts haben wir. Ja, wir haben nichts gefunden. Aufgegeben wird nicht. Wir müssen es weiter versuchen, Donnerwetter. Ich versuche es auch weiterhin. Wir sollten zu Abend essen und uns die Nacht über ausruhen. Machen wir morgen weiter. Na gut, danke, Leute. Wir kamen nicht so voran, wie wir gehofft hatten. Als wir mit Quirtle sprachen, dachte ich, es gäbe noch Hoffnung. Ich wüsste gerne, wie es Reptiner geht, aber die Zahnräder Zeit eingesammelt hat. Auch wir müssen uns beeilen. Aber es gibt keinen Grund, uns nervös zu machen, besonders jetzt, da alle mithelfen. Wir sollten ein bisschen schlafen und morgen mit frischem Mut weitermachen. Okay, Kilian, gute Nacht. Am nächsten Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen, Kilian. So. Dann speichern wir hier mal wieder. Machen wir es kurz. Das verborgene Land bleibt uns weiterhin ein Rätsel. Aber wir geben nicht auf. Lass uns da heute rangehen und weiterforschen. Gehen wir, Leute. Was sollen wir heute nachforschen, Kilian? Wir haben schon mit Quirtle gesprochen. Uns fehlt jede Spur.
Pokémon entdeckt. Pokémon entdeckt. Oh. Entschuldigung, jetzt musste ich ganz kurz niesen. Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck gehört Quirtl, dem Dorfältesten. Der Fußabdruck gehört Quirtl, dem Dorfältesten. Was? Quirtl ist hier? Habe ich euch endlich eingeholt. Diese Stufen zur Gilde sind nicht für meine alten Knochen. Was führt dich hierher, Quirtl? Hast du dich an etwas erinnert? Das habe ich tatsächlich. Aber mir ist leider noch eine witzige Kleinigkeit eingefallen. Gestern betrachte ich die Wasser der heißen Quelle lang und eingehend. Schließlich kam eine Erinnerung wieder. Aber es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich frage mich, ob es sich überhaupt lohnt, sie euch mitzuteilen. Kein Problem. Jede Information hilft uns weiter, ganz egal wie klein sie auch ist. Bitte sag schon, rück raus damit. Als wir gestern über die Reise zum verborgenen Land sprachen, da sagte ich euch, dass ihr dazu einen Nachweis bräuchtet. Mir fiel noch etwas zu diesem Nachweis ein. Der Nachweis, er trägt eine Inschrift mit einem bestimmten Muster. Ein bestimmtes Muster? Hey, hey, was für ein Muster soll das denn sein? Wie kann ich das beschreiben? Es ist schwer zu beschreiben. Aber ich kann euch sagen, dass das Muster recht kompliziert und ungewöhnlich ist. Es ist ein seltsames Muster, eins von der Art, die man selten sieht. Von der Art, die man selten sieht? Donnerwetter! Man sollte meinen, ich könnte mir so etwas vorstellen. Aber sich so eine Vorstellung vorzustellen, das ist nicht einfach, wenn man es versucht. Was könnte es sein? Ein Muster von der seltenen Art? Wie könnte ein solches Muster aussehen? Ein Muster der seltenen Art? Ein seltsames... Warte mal! Ein seltsames Muster? Ein seltsames Muster, ich erinnere mich damals. Das ist es. Auf dem Reliquienfragment war ein seltsames Muster. Hm? Was ist los, Kilian? Was? Mein Reliquienfragment? Oh, richtig. Dieses Muster. Verzeihung, könntest du dir das hier mal ansehen? Oh, das ist es. Ein Muster genau wie dieses ist es. Was? Wo hast du das her? Nun, ich bin nicht sicher, ob ich mich daran erinnere. Ich habe es zufällig aufgesammelt. Du meine Güte, das ist fabelhaft. Da Fliege es besitzt, bedeutet das, dass Fliege dazu qualifiziert ist, zum verborgenen Land zu gehen? Das kann ich nicht wissen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Um zum verborgenen Land zu gehen, muss man diesen Nachweis sicherlich besitzen. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Besitzer des Nachweises qualifiziert ist als Auserwählter. Dieser Nachweis könnte einfach der physische Schlüssel für das verborgene Land sein. Aber sogar schon vorher hat er das gleiche Muster als Inschrift. Es gibt keine gesicherte Verbindung zwischen diesem Reliktfangwend und dem verborgenen Land. Oh, aber steht es dann außer Frage, dass dieses Muster etwas mit dem verborgenen Land zu tun hat? Das zu wissen ist doch schon etwas. Zumindest nehme ich das an. Moment. Ihr seid euch bewusst, dass das verborgene Land nur eine mündliche Legende ist, richtig? Ihr versucht sicher nicht, das verborgene Land zu finden. Doch, was tun wir? Meine Güte, was für eine Überraschung. Plauderkai, dieses Muster, wir haben es irgendwo gesehen, oder nicht? Was? Ja, der Meeresarm im Nordwesten, in der Salzwasserhöhle. Aber Gildenmeister, dieser Ort... Ja, ich weiß, dieser boshafte Bandit war dort. Ein boshafter Bandit? Donnerwetter! Hört mal bitte alle zu. Ich habe dieses Muster schon einmal an einem Ort namens Salzwasserhöhle gesehen. Wir können wohl mehr herausfinden, wenn wir das Reliquienfragment dorthin bringen. Es gibt da allerdings ein Problem. Da schleicht ein Pokémon herum, das ein boshafter Bandit ist. Hey, hey, davon lassen wir uns keine Angst machen. Sind wir etwa keine Erkunder? Wir müssen nur tapfer sein. Danke, Leute.
aber dieser Ort ist eine Herausforderung. Wir sollten uns heute Zeit nehmen, um uns für morgen bereit zu machen. Wir werden uns zur Salzwasserhöhle begeben. Hurra! Scheiße, meine Stimme wird schon wieder heiser. Ho, ho, ho. Ich dachte, das verborgene Land sei nicht mehr als eine Folklore. Das Alter hat meinen Geist unbeweglich werden lassen. Es ist sehr traurig. Aber das alles lässt mich an die Tage zurückdenken, als ich von Romantik und Abenteuer träumte. Helft mir, meine Träume zurückzubekommen. Gebt euer Bestes. Ja, du kannst auf uns zählen. Danke sehr, Quirtle. Ach, nicht der Rede wert. Alles klar, Leute. Nutzt den Rest des Tages zur Vorbereitung. Okay, wegtreten. Jawohl, ja. Wir machen uns bereit. Donnerwetter. Oh, weia, das wird so aufregend. Plaudergei. Plaudergei, du hältst dich morgen in der Gilde auf Abruf bereit. Gildenmeister, verzeih mir, wenn ich offen spreche, aber bitte lass mich zur Salzwasserhöhle mitgehen. Nein, ich kann dich niemals wieder einer solchen Gefahr aussetzen. Aber genau deswegen. Deswegen muss ich dabei sein. Bitte nimm mich mit zur Salzwasserhöhle. Okay. Ich möchte, dass du morgen mit Team Crosshair gehst. Führe das Team von Kieran dorthin, wo wir dieses seltsame Muster gesehen haben. Ich möchte aber, dass du vorsichtig bist. Dankeschön. Ich werde dich nicht enttäuschen. Noch etwas. Ich habe etwas zu erledigen, deswegen muss ich nach draußen. Du hast das Kommando, solange ich weg bin. Wie du wünschst. Also, so stehen die Dinge. Ihr beide geht morgen mit mir. Die Mitglieder von Team Crosshair, die nicht der Gilde angehören, dürfen nicht mitkommen. In der Salzwasserhöhle liegt ein heimtückischer Gegner auf Lauer. Niemals die Deckung fallen lassen. Und tut nichts, was mich davon abhalten könnte, dort Erfolg zu haben. Okay. Kilian, machen wir uns bereit. Lass uns nach Schattstadt gehen. So, erstmal die Frage, hat Glibunkel gerade wieder was? Was ist denn das? Für Elektrik, okay. Das ist für NATO, das ist für Pionsgoron, das ist für Quapuzzi, okay. Hat er heute nix. Oh, noch einmal jung sein. Wäre ich jünger, würde ich mich auch der Herausforderung stellen, das verborgene Land zu finden. Wahaha! Stehen geblieben, Opa! Wer spricht da? Ah, die drei schon wieder. Was gibt es? Was wollt ihr? Hahaha, nun, wir sind Team Tod im Kopf. Hehehe, hast du irgendetwas zu der Knuddeluftgilde zu schaffen, Opa? Wahaha, ich habe zufällig etwas von dir aufgeschnappt, das sich sehr lustig anhörte. Etwas über das verborgene Land, hahaha. Ich habe nur... Hä? Da kommt jemand! Wahaha, die Gildentrottel! Opa, warum setzen wir diesen Plausch nicht an einem ungestörten Ort fort, haha. Hey,